Herzlich willkommen, ich bin Anne Heinze von der Open Mind Akademie. Ich habe heute ein Gespräch, ein Interview mit einer ganz lieben, lieben Freundin, nämlich Barbara Grebe aus Köln, die Open Mind Coaching Ausbildung gemacht hat. Und ich möchte gerne mit ihr darüber sprechen, wie ist denn das, als Coach zu arbeiten mit den Hochsensiblen, mit den Hochsensitiven, mit den vielbegabten und hochbegabten Menschen und auch vor allen Dingen dann, wenn man gerade erst gestartet hat mit der Arbeit, mit diesen Menschen. Liebe Barbara, herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich noch selbst vorstellen ein bisschen? Ja, hallo Anne. Vielen Dank für deine Einladung, der ich sehr, sehr gerne folge. Über hochsensible Menschen und die Arbeit mit ihnen rede ich sehr, sehr gerne, weil es wirklich eine Herzensangelegenheit für mich ist. Ich bin Coach seit 2007 und habe in der Zwischenzeit bei dir die Ausbildung gemacht und arbeite jetzt inzwischen seit diesem Jahr in eigener Praxis und seit mehreren Jahren vorher zur Untermiete und mache das richtig gerne, was ich tue. Also ich habe jetzt nach vielen beruflichen Umwegen das Gefühl, wirklich in meiner Bestimmung, in meiner Berufung angekommen zu sein. Na, schön. Das hat sich ja schon in der Zeit, als du die Ausbildung gemacht hast, hat sich das schon so eigentlich angedeutet. Da ist so eine tiefe Liebe in dir, auch die eigene Hochsensibilität und Hochsensitivität zu leben. Und was gibt es da für eine bessere Möglichkeit, als mit Menschen zu arbeiten? Ja, ganz sicher. Und da kann ich direkt anknüpfen, da kann ich direkt was, was dazu sagen, was du dazu beigetragen hast. Ich möchte mal sagen, dass durch die Zusammenarbeit mit dir eigentlich erst sichtbar geworden ist, was ich in mir habe und was eigentlich von Natur aus immer schon da war. Also insofern war für mich die Ausbildung bei dir gar nicht so sehr, ich habe da was gelernt, das war auch, aber viel, viel entscheidender. Und das ist wirklich so die Essenz dessen, was ich da mitgenommen habe, viel entscheidender war, ich habe mich da selber erforscht und entdeckt. Mhm. Das habe ich eigentlich mein ganzes Leben immer schon versucht. Aber die Entdeckung der Hochsensibilität war bei mir wirklich der Schlüssel, der das Ganze, der das zum Durchbruch geführt hat, möchte ich sagen. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es gerade für hochbegabte Menschen, also die hier so ein bisschen ein schnelles Gehirn haben, dass es für die besonders schwierig oder auch kritisch sein könnte, ihre eigene Hochsensibilität, was so ein bisschen ein Kontrapart ist? Ja, also wir haben Verstand, wir haben Gefühl, dass das zusammenzubringen für die besonders schwierig ist? Ja, die Entwicklung ist schwierig, weil das Gefühl einfach ein bisschen langsamer unterwegs ist. Und die Hochbegabten, also die schnellen Denker, die haben ja die ganze Psycholiteratur rauf und runter schon gelesen und Selbsterfahrungsratgeber und. Und die kommen auch tatsächlich zu mir und sagen, ja, ich weiß schon, wo meine Themen sind und ich weiß, wo meine Baustellen sind und das kenne ich schon, habe ich in der Therapie schon alles gehabt, bla bla bla. Also die wissen ganz genau, wo sie stehen oder meinen es zu wissen. Und dann beginnt aber der eigentliche Entwicklungsprozess, weil das Gefühl einfach nicht mitgekommen ist. Weil sie das Gefühl auf der Strecke irgendwo verloren haben und das nicht so richtig im gleichen Tempo Schritt halten konnte. Mhm. Das gilt es dann zu entdecken. Wie machst du das? Wie machst du das mit deinen Klienten? Wie hilfst du ihnen auf dieser Entdeckungsreise? Welche Möglichkeiten, welche Tools, welche Vorgehensweisen hast du da für dich entwickelt? Also das ist eine ganz spannende Frage, denn ich habe tatsächlich, als ich schon in diesem Beruf gearbeitet habe, nach der Ausbildung bei dir, habe ich oft das Gefühl gehabt, ich verstehe gar nicht, warum das so gut läuft. Also es ist von Anfang an gut gelaufen und ich habe es aber irgendwie nicht so richtig verstanden, warum eigentlich, weil ich nicht so viele knackige Methoden hatte und nicht so viel gelernt hatte. Ich hatte so das Gefühl, ich habe eigentlich gar nicht so einen richtig prall gefüllten Toolkoffer, der dem Ganzen gerecht wird. Und trotzdem war meine Arbeit von Anfang an sehr erfolgreich. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, was das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist die Beziehung, die man herstellt. Und ich habe irgendwann dann aus der Psychologie auch den Satz gehört, Beziehung heilt. Und das ist tatsächlich das, was da passiert. Also ich bin einfach aufgrund meiner Erfahrung, meiner Reife, meiner Auseinandersetzung mit mir selber, die ja schon seit immer schon quasi andauert,
verstehe ich das meiste, was meine Klienten mitbringen. Also ich habe das eigentlich nie, dass ich so das Gefühl habe, wow, da läuft irgendwas, wo ich so gar keinen Draht kriege, sondern ich verstehe es, ich fühle das auch mit und ich kann die, glaube ich, da an einem guten Punkt abholen und erreichen und ihnen etwas spiegeln, was sie in ihrem Leben bisher vielleicht nicht so erfahren haben. Mhm. Und da passiert ganz, ganz viel an Heilung. Und zusätzlich habe ich dann noch so wunderbare Instrumente wie die Introvision, die eine Methode ist, um Einfluss auf das Gehirn zu nehmen, auf dieses Alarmzentrum, was anspringt, wenn man die Komfortzone verlässt oder wenn alte Wunden angetriggert werden, zum Beispiel. Und neuerdings arbeite ich auch mit Aufstellungen, wo auch sehr tief Einfluss genommen wird. Oh ja. Gerade Aufstellungsarbeit ist ja so ein ganz wichtiges Element, um herauszufinden, wo stehe ich wirklich im Leben und welche Einflussfaktoren habe ich um mich herum, die mich entweder fördern oder hemmen. Ja. Ich möchte gerne auf unser Vorgespräch zurückkommen. Da hast du erzählt, wie das war, als du die Ausbildung gemacht hast und dann hast du sie abgeschlossen, hattest gerade dein Zertifikat in der Hand und bis dahin war irgendwie noch nicht so viel passiert. Aber plötzlich, zack, kamen die Anfragen. Wie kannst du dir das erklären? Wie bringst du das in einen Zusammenhang zu deiner persönlichen Entwicklung als Coach? Also ich unterscheide zwischen Beruf und Berufung. Und ich bin wirklich so unterwegs, ich will das leben, was in mir steckt. Also so ganz tief drin. Ich überprüfe alles, was ich tue, alle Schritte auf Wahrhaftigkeit, auf Authentizität. Stimmt das für mich? Passt das für mich? Und deswegen habe ich häufig das Gefühl, ich werde auch sehr vom Leben geführt. Und es war tatsächlich so, ich habe diese Ausbildung gemacht, habe in der Zeit noch nicht viel zu tun gehabt, nicht viel Arbeit gehabt, keine Klienten. Und mit dem Beenden der Ausbildung kamen die ersten Anrufe. Und ab da läuft es kontinuierlich besser werdend in genau dem richtigen Maß. Wenn ich selber Entwicklungsphasen habe, wo ich mit mir irgendwie arbeite und im Unreinen bin oder irgendwie sich sowas verknotet anfühlt, dann ist meistens Flaute. Dann passiert tatsächlich nicht viel. Und wenn ich dann durch bin und der Knoten ist geplatzt, ne, dann klingelt das Telefon permanent. Nein, permanent stimmt auch nicht. Es klingelt eigentlich so, dass es genau passt. Ja. Genau im richtigen Maß ist. Ja. Ich muss natürlich auch gucken, dass ich nur so viel arbeite, dass es für mich und mein Naturell bekömmlich ist. Also ich bin nicht so jemand, der mehrere Klienten am Tag da durchboxen kann, will ich auch gar nicht. Und es passt eigentlich immer, kann ich sagen. Ein wesentlicher Faktor in der Ausbildung ist ja auch, die passenden Klienten anzuziehen. Ja. Das, was du aussendest, durch das, wie du authentisch sichtbar wirst, wirklich glaubhaft mit deiner Persönlichkeit, mit dem, was dich ausgemacht hat, mit deiner Lebenserfahrung und all das. Und das kann dazu führen, dass du einfach innerhalb der Ausbildung ja deine Identität nochmal neu definierst. Mhm. Und ich hab das bei dir so erlebt, ja, wie ein wahnsinniger, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, so ein richtiger Entwicklungsschub von Knospe zur Blüte. Ja. Und ich weiß noch, wie du manchmal da saßt und ich hatte auch das Gefühl, manchmal ich überfordere dich, ja. Und es war so ein großes Fragezeichen in dir. Und dann auf einmal macht es Ding Dong und alle Knoten sind gelöst. Ja, ja. Und das Schöne ist, dass wenn man dann so lebt, wie du es gesagt hast, dass du zu dir stehst und dieses, was dich ausmacht, auch nach außen zeigen kannst, dass du dann natürlich auch wirtschaftlichen Erfolg haben kannst, ne? Resonanzprinzip. Ja, und da geht es auch immer nochmal darum, wie viel gönne ich mir? Wie viel wirtschaftlicher Erfolg darf sein? Auch da gibt es Themen natürlich oder kann es Themen geben, wenn du, ich habe ja wirklich wirtschaftlich in allerkleinsten Verhältnissen angefangen, nämlich mit einer Schneiderlehre damals, vor ein paar Jahrzehnten. Und das ist so ungefähr die niedrigste Einkommensklasse, die du haben kannst. Ich weiß, ich war noch ganz schockiert. Ja, ich weiß. Und dann deine Zahlen zu sehen, dass du sagst so, ja, der Coaching-Mittelsatz liegt da und da. Und 153 Euro, immer noch. Ja, und das erstmal so zu verarbeiten. Und ich weiß noch, als ich dann meine ersten wirklich professionellen Honorare genannt habe und auf die Homepage geschrieben habe, da hatte ich aber das Gefühl, oh Gott, hoffentlich erwischt mich keiner. Und heute weiß ich, es ist nicht zu viel. Denn
Es sieht erstmal viel aus, ne? Es ist viel Geld, natürlich. Klar ist das erstmal viel Geld, wenn du 4 Stunden 120 Euro zahlst plus Mehrwertsteuer. Aber es teilt sich eigentlich durch zwei. Da ist die Vorbereitung drin, da ist die Nachbereitung, da sind die ganzen Gespräche drin, die dann zu keinem Coaching führen, die also nicht bezahlt sind und so weiter und so weiter. Und dann bist du erstmal beim Brutto und davon gehen dann noch die Steuern ab. Also es ist nicht wirklich zu viel, es fühlt sich nur erstmal ein bisschen ungewohnt an und da muss man reinwachsen. Ja, und ein wesentlicher Faktor ist, und ich glaube, das war bei dir auch so ein Knackpunkt, zu akzeptieren und anzuerkennen, dass du Unternehmerin bist und betriebswirtschaftlich denken musst. Und es ist ja nicht nur die Zeit, deine Lebenserfahrung, die du an den Menschen bringst, sondern es ist ja auch, dass du zum Beispiel deine eigene Fortbildung, dein Büromaterial, deine Miete und all das muss in diese gesamte Kalkulation rein. Und deswegen bin ich ja so ein bisschen unternehmerisch denkend, weil Coaches, die nur irgendwelche Tools oder Handwerkszeug, Methoden lernen, die haben immer noch nicht das unternehmerische Denken. Und ich sehe bei dir, wie stark und toll du das umgesetzt hast. Ja, und da, das ist aber auch wieder ein interessantes Beispiel für Kopf und Gefühl, weil vom Kopf her weiß ich das natürlich total, ne, dass ich unternehmerisch denken muss und wusste ich auch vorher schon. Ich habe ja im Marketing schon gearbeitet und trotzdem hat mir mein Gefühl gesagt, das darf's aber nicht, aber nicht. Ne? Und so, das läuft dann manchmal so ein bisschen parallel. Und da ich merke für mich immer, ich muss mein Gefühl da erst abholen. Also mein Kopf kann mir das diktieren, wie ich will, und ich kann das dann auch machen. Aber bis es sich rund anfühlt und bis ich wirklich dazu stehen kann, da muss einfach mein Gefühl dann hinterherkommen. Also die Reihenfolge ist für mich ja immer, das kennst du, hast du schon oft von mir gehört, umdenken, umfühlen, umhandeln. Ja, nur einfach denken reicht nicht, weil das irgendwie in einem selber muss das Ganze mitkommen. Die Seele muss sagen, ja, ist, und auch diese Entwicklungsschritte, die du beschrieben hast, die müssen gemacht werden. Da gibt es keine Abkürzung. Deswegen, hast du das nicht gerade erzählt, so Instant-Ausbildung nach dem Motto, ich habe ein Wochenende gemacht, das funktioniert nicht, das macht einen nicht zum Coach. Und Coaching ist ja nicht, ich arbeite als Coach, sondern ich bin es. Das ist eine Lebenshaltung. Und die hast du ja auch verinnerlicht. Genau. Zu dem Umdenken nochmal, also ich mache auch viel die andere Erfahrung, erstmal umdenken und dann umhandeln und dann das Gefühl abholen, funktioniert auch. Manchmal ist es wirklich so, dass man sich auch ein Rezept geben muss, ne? Du machst das jetzt, weil du erkennst, dass es richtig ist und du machst das jetzt und du machst das jetzt. Und dann irgendwann kommt das Gefühl dann hinterher und dann merkt man, ja, und ich bin ja. So. Was mir noch wichtig ist, liebe Barbara, hast du einen Tipp für Menschen, die auch mit den außergewöhnlichen Menschen arbeiten möchten, mit Hochsensiblen, mit Hochsensitiven, mit Hochbegabten, mit Vielbegabten? Was ist denn das, worauf sie besonders achten müssen, damit sie diese Menschen wirklich weiterbringen können, damit sie ihnen eine echte Hilfestellung sein können? Ja, also mein Tipp ist, es geht nur, wenn du wirklich authentisch bist. Also wenn du wirklich weißt, wer du bist und das lebst. Du kannst mit hochsensiblen Menschen meiner Ansicht nach nicht gut arbeiten, wenn du eine Rolle spielst. Wenn du, ja, das spüren die sofort. Das klar. Kriegen die sofort mit, die kriegen auch deine Themen sofort mit. Und deswegen ist, je reifer du bist, desto besser. Das heißt nicht, dass du keine Themen mehr haben darfst, aber es ist gut, wenn du weißt, wo deine Themen liegen. Und wenn du da sensibel für bist, wo du stehst und wie du unterwegs bist. Genial, wie du es erklärst, weil das ist eine der häufigsten Sorgen, die Menschen haben, die mit anderen arbeiten wollen. Ich habe doch eigene Themen immer noch nicht und ich habe nicht alles gelöst. Und da gibt es auch die Baustelle und jene Baustelle und was soll ich jetzt machen? Aber ich kann doch nicht erst, wenn ich perfekt bin. Also der Perfektionismus und die Selbstkritik, die ist natürlich gerade bei Hochsensiblen extrem ausgeprägt, weil sie sehen und wissen, was können sie besser machen. Ja. Und das, was ich ja immer wieder in der Ausbildung auch transportieren will, ist erstmal mutig zu sein, sich selbst die Erlaubnis zu geben und zu erkennen, dass man immer nur ein Stück vor dem Klienten sein muss. Nobody's perfect, ich auch nicht. Ich habe auch meine Durchhänger und sowas. Ja? Und interessant, wie du das eben beschrieben hast, auch bei mir passiert es dann, dass ich so Rückzugsphasen geschenkt bekomme, wo ich dann einfach mehr Zeit habe und rausgehen kann. Und es kommt immer passend. Das ist ganz schräg, ja. Aber du hast total recht, also sich nicht verbiegen. Und das Schöne ist,
Das Schöne ist, die Klienten, die kommen auch passend. Ja. Die kommen auch, also wenn ich gucke, wie ich am Anfang gearbeitet habe und wie ich jetzt arbeite, dann sehe ich auch bei den Klienten, die zu mir gekommen sind, einen Riesenunterschied. Ne? Also die Klienten kommen auch mit ihren Themen passend, nämlich immer dann, wenn ich ein Thema gerade so frisch durch habe, dann kommen die passenden Klienten dazu. Ja. Dann lerne ich nochmal so ein bisschen on top. Ne? Ja. Und die Klienten profitieren von meinen neuen Erkenntnissen. Also ja. Es ist ganz wunderbar, auch da funktioniert das Resonanzprinzip. Total. Es ist toll, wie du es beschreibst. Das ist auch eine Erfahrung, die ich hatte. Einfaches Beispiel. Als ich Kinder hatte, die alle in der Pubertät waren, hatte ich überproportional viele Mütter mit Kindern. Ja. So. Heute erlebe ich ganz viele Menschen, ich bin ja nun über 50, jenseits der Wechseljahre, die so, was mache ich in den nächsten 20, 30 Jahren mit meinem Leben? Die diese Frage sich stellen, die ich mir vor 2, 3 Jahren gestellt habe, als ich mir meine Haare gegraut habe und ich mehr mit blonden, langen Walle-Walle-Dingern rumrennen wollte. Ja. Das heißt, das Leben bringt einem eigentlich genau das, was gerade passend ist, und wir dürfen es annehmen. Genau, ganz genau. Das ist auch meine Erfahrung. Schön. Möchtest du noch etwas anmerken, liebe Barbara? Also ganz klar, ich werde dich noch verlinken unter dem Video, Barbara Grebe Coaching in Köln, ja, und deine Website verlinken für Menschen, die sich jetzt genau an dich wenden wollen. Gibt es noch irgendwas, was du neuen Coaches, neuen Trainees empfehlen möchtest? Also ich möchte vielleicht so zusammenfassen. Ich möchte sagen, für mich war diese Ausbildung ein echtes Geschenk, ein richtig, richtig großes Geschenk, weil es für mich eine Turbo-Entwicklung möglich gemacht hat. Also es hat mich dazu gebracht, meine Hochsensibilität und auch meine Hochbegabung zu erkennen, zu begreifen und da etwas Schönes draus zu machen. Das muss nicht für jeden so sein. Und deswegen möchte ich eigentlich so einladen und aufrufen, genau hinzugucken, was ist das Richtige? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass jemand diese Ausbildung macht, ganz viel über sich lernt und dann vielleicht auch nicht als Coach arbeitet. Kann durchaus sein. Ist schon öfters passiert, ja. Es kann durchaus sein, dass jemand merkt, nee, so die Arbeit als Coach ist gar nicht so mein Ding. Und das finde ich völlig in Ordnung und gut und legitim. Ich finde immer wichtig, dass man wirklich zu sich kommt und dass man das Allerbeste aus sich rausholt und da was draus macht und das ins Leben entlässt. Weil die Welt dringend hochsensible Menschen braucht, die in ihrer Kraft sind. Ach, das hast du schön gesagt, ja. Das ist mein Anliegen, dafür arbeite ich, diesen Menschen auf den Weg zu helfen und diese Menschen zu ermutigen, so wie du mich damals ermutigt hast, echt was aus sich zu machen und groß zu denken und nicht aufzuhören und dran zu bleiben. Ja. Schön, danke dir, Barbara. Genauso ist es. Think big, trau dich, sei mutig, geh voran und sei ein Beispiel für andere. Ja, genau. Ich danke dir für diese Initiative, Anne. Danke dir für das Gespräch und freue mich, weiter von dir zu hören, von deinen Fortschritten und all dem, was dein Leben bewegt. Alles Liebe. Tschüss, Barbara. Tschüss, Anne. Bye. Bye.